Die Weihnachtstage rücken immer näher, meine Freunde, und da darf natürlich ein richtig guter Adventskalender nicht fehlen. Und wo wären wir hier, wenn ich nicht für euch einen richtig geilen Parfum-Adventskalender hätte, mit dem ihr 24 exklusive Nischen-Parfums jeden Tag vom Advent erleben könnt. Darüber hinaus gibt es noch allerhand Gutscheine und deshalb präsentiere ich euch, meine Damen und Herren, heute den Parfumerie-Adventskalender. Und ja, jetzt ist die Frage, was ist Parfumerie überhaupt? Naja, das ist tatsächlich ein Service, mit dem ich schon im ersten Jahr, wo ich hier auf YouTube Duftvideos gemacht habe, mitgemacht habe, ja? Denn das hier ist tatsächlich einer der wenigen seriösen Shops, bei denen man Abfüllungen von exklusiven und seltenen Nischenparfums zu sich nach Hause bestellen kann. Es gibt da verschiedene Modelle mit einem Duftkalender und so weiter und so fort. Und das Geile ist an Parfumerie, dass das einer der wenigen, wirklich wenigen Anbieter ist, die mit den offiziellen Marken zusammenarbeiten. Das heißt, ihr bekommt hier im Gegensatz zu vielen anderen keine Graumarktware, keine B-Ware von Düften, die alt sind oder so, sondern da ist sichergestellt, das ist wirklich qualitativ 1A. Und das ist auch der Grund, warum ich euch heute diesen tollen Adventskalender hier einmal vorstellen möchte. Es gibt insgesamt zwei verschiedene, einen Männer-Adventskalender, einen Damen-Adventskalender oder eher männlich, eher weiblich. Und ihr könnt heute sowohl 20% auf diesen Adventskalender sparen mit meinem Rabattcode KAI20, den ich euch jetzt mal einblende. Und ihr könnt aber auch auf den ersten Monat von Parfumerie, weil das Ganze nämlich auch in einem Abonnementservice erhältlich ist, 60% sparen. Und wenn ihr Mitglied seid, dann nochmal tatsächlich 20% auf diesen Adventskalender sparen. Also es ist wirklich sehr viel drin heute für euch und ich freue mich natürlich sehr, dass ich da nochmal mit denen auch zusammenarbeiten kann, weil es für mich, wie gesagt, so eine der ersten Erfahrungen war, damals noch, ich erinnere mich, mit Goldfield & Banks tatsächlich, mit so Reisezerstäubern, super crazy, bringt bei mir wirklich einige gute Erinnerungen zurück und das werde ich euch vielleicht auch einfach oben in der Ecke nochmal verlinken, das Video, wenn ich das finde. Wir machen es aber so, ich schaue mir jetzt jedes einzelne Türchen in dem Video an. Ihr hattet gerade schon die Info, wie ihr euch das Ganze sichern könnt. Ich setze euch die natürlich alle nochmal in die Beschreibung rein, auch mit dem Link, den wir jetzt auch nochmal einblenden. Wenn ihr euch nicht spoilern möchtet, verstehe ich das, geht dazu deshalb jetzt auf den Link und gebt den Code ein, wenn ihr euch das Ganze sichern möchtet. Ansonsten, wenn ihr aber da euch ein bisschen heiß machen wollt, was hier alles mit drin ist, vor allen Dingen auch die umfangreichen Gutscheine und wie das Ganze aussieht. Vielleicht schenkt ihr das eurer Freundin, eurem Kumpel, eurem Freund. Dann schaut auf jeden Fall dieses Video an. Ich werde jedes Türchen öffnen und vor allen Dingen auch erklären, welche Gutscheine da konkret drin sind. Und deshalb jumpen wir jetzt mal hier auf die Couch. Ich packe das Ding aus und dann gucken wir uns das mal im Detail an. Aber alle Infos findet ihr in der Beschreibung. Also wenn ihr euch an irgendeinem Punkt von dem Video fragt, wo kriege ich das Ganze oder ihr möchtet euch das Ganze sichern, dann schaut gern in die Beschreibung rein. Da steht eben alles noch mal drin. Okay, damit wären wir dann hier auf der Couch und ich zeige euch jetzt diesen wunderschönen Adventskalender und ich werde euch da einfach mal einen kleinen Einblick geben, wie das Ganze aussieht. Wir haben hier auf der einen Seite erstmal natürlich die Blotter, also wirklich genug Teststreifen, dass ihr das Ganze in Ruhe euch anschauen könnt und erstmal in Ruhe auf dem Papier testen könnt, ehe ihr den Duft dann auf die Haut lasst. Hier steht aber schon mal das, worum es geht, nämlich 24 Days of Perfume, also 24 Tage lang Luxusdüfte, die ihr auch ehrlich gesagt nicht einfach so finden könnt, Punkt Nummer 1. Und Punkt Nummer 2, wovon es auch echt schwierig ist, teilweise Proben zu bekommen. Und klar, wir alle lieben und schätzen Parfumo, aber da kann man sich auch nicht wirklich immer drauf verlassen. Das heißt, wenn ihr das Ganze wirklich vom Hersteller haben wollt, ihr möchtet sicher gehen, dass das die richtigen Proben sind, die ihr da bestellt habt, dass das Ganze frisch ist, dass das Ganze einfach eine ordentliche Qualität hat, dann ist das hier meiner Ansicht nach wirklich eine sehr, sehr geile Geschichte. Dann haben wir hier ein Magazin, was mitgeliefert wird, wo oben auch schon drin steht hier Read and Sniff, ja, also hier oben dieses Lesezeichen. Das hier ist der eigentliche Adventskalender, der finde ich sehr schön designt worden ist. Also man kann das einfach so rausziehen, damit das Türchen öffnen. Und in diesem Magazin ist dann nochmal ganz, ganz viel Lesematerial auch für euch. Also auf der einen Seite werden die ganzen Düfte hier beschrieben mit den Scent Notes. Du kannst hier unten ankreuzen, wie findest du das Ganze, damit du dir dann später gerne auch natürlich den Flakon holen kannst, wenn er dir gefällt. Und hier stehen aber auch ganz viele verschiedene andere Sachen drin. Ich habe hier zum Beispiel ein Interview mit Ramon Monegal,
ein sehr, sehr cooler Typ, den ich auch letztens treffen konnte. Ja, und wir haben hier eben ganz, ganz viel Material, womit ihr euch wirklich dadurch nerden könnt. Ja. Und was mir eben besonders gut gefällt, wir haben hier auch ganz viele verschiedene Preisstufen. Also es gibt auch günstigere Nischendüfte. Also das Ganze ist jetzt nicht nur 300 Euro aufwärts, sondern eben auch noch günstigere Sachen. Ja, hier hinten die Codes müssen wir jetzt alle zensieren, aber ihr seht schon hier 5 Euro, 15, 20, 50 Euro. Also hier gibt es ganz viel Rabatt für euch von Puffery. Und das Geile ist eben, wenn euch einer dieser Düfte gefällt, könnt ihr dort dann eben auch den Flakon kaufen. Was natürlich mit dem Rabatt dann wirklich sehr, sehr nice ist. Gut, und damit fangen wir an mit dem allerersten Türchen. Und da bin ich natürlich schon sehr gespannt, was da drin ist. Und wir haben hier auch immer noch ein Zitat oder einen Spruch drin stehen. Perfume whispers, skin listens, magic happens. Also das Parfum flüstert, die Haut hört zu und dann passiert Magie. Finde ich ja schon mal sehr, sehr cool. Also das Parfum, was hier drin steht, ist der Eau de Délice von Le Jardin Retrouvé. Eine Marke, die ich bis jetzt noch nicht kenne, aber ich habe mir gerade schon mal hier einen Teststreifen rausgeholt. Ordentliche Samples auf jeden Fall auch, wo ordentlich was rauskommt. Oh, schön. Das ist ein sehr, sehr schöner, frischer Duft. Also das wird irgendwas sein für die Leute, die eher so diese leichten, transparenten Düfte haben wollen, ist das ja auf jeden Fall schon mal, finde ich, ein ganz schöner Einstieg. Also der hat, glaube ich, auch so ein bisschen Lavendel oder so drin, so wie das Ganze hier riecht. Und da hilft uns natürlich die praktische Anleitung hier an der Stelle. Und da blättern wir jetzt einfach mal ein bisschen vor zu dem Nummer 1. Genau, Eau de Délice. Und ihr seht schon hier bei den Duftnoten, was da wirklich auch mit drin ist. Also wir haben Limette, wir haben Vetiver, ist es, glaube ich. Genau, Vetiver und Lavendel. Und dann steht da unten auch zum Thema, was ist es für ein Typ, wie ist die Haltbarkeit, wie ist die Sillage. Und das ist scheinbar ein Eau Fraîche, also ein sehr, sehr frischer Duft. Gefällt mir auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. Ist wirklich eine schöne Erfrischung, kann ich mir sehr gut im Sommer zum Beispiel vorstellen. Ja? Aber das ist schon mal ein guter Start. Und natürlich machen wir direkt weiter, liebe Leute, mit Türchen Nummer 2. Und da haben wir hier den Crayon. Was heißt das denn? Wachsmalstift eigentlich, ne? Crayon Continental. Da gucken wir direkt mal rein, was das Ganze kann. Das ist nämlich scheinbar ein lederholziger Duft, ja. Also ich werde das jetzt auch nicht jedes Mal zeigen, aber das ist zum Beispiel so, wie das Ganze dann in dem Fall illustriert ist. Finde ich ganz cool. Und wir haben hier ein Eau de Parfum. Also das geht jetzt schon auf jeden Fall in Richtung von dem Herbst, würde ich sagen. Mmh. Das ist so ein bisschen so ein Gourmand-Lederduft. Also du hast ein leichtes Leder, aber du hast noch so ein bisschen, ich will nicht sagen so eine Kirschnote, weil das ist definitiv nicht Kirsche, aber so diese Fruchtigkeit von der Kirsche kommt da irgendwie noch mit rein. Also es ist ein sehr schöner, dunkler, schwerölartiger Lederduft, also richtig dunkles Leder. Und dann hast du aber auch noch so eine fruchtige Komponente. Ich kannte das Haus noch gar nicht. Also Crayon und auch davor Le Jardin Retrouvé hatte ich zwar schon mal gehört, bis jetzt aber noch nie was davon getestet. Und Crayon ist, kann ich bis jetzt noch gar nicht. Taugt aber wirklich was. Also scheint so ein bisschen mehr so independent zu sein. Und nicht das, was man üblicherweise so riecht. Aber auf jeden Fall macht das einen recht guten Eindruck hier an dieser Stelle. Wir machen auf jeden Fall direkt weiter, Leute, mit dem Türchen Nummer 3. Und da haben wir als nächstes Clandestine Rendezvous. Also das bedeutet auf Deutsch übersetzt das heimliche Treffen. Und die Marke ist mir auf jeden Fall auch schon mal untergekommen. Habe ich aber bis jetzt noch nicht so viel von getestet. Okay, und das ist ein schöner, fruchtiger Duft. Also ich muss ehrlich sagen, ich merke schon so ein bisschen, dass es wirklich auch ein männlicher Adventskalender ist, weil die Düfte zwar eine gewisse Fruchtigkeit haben, aber trotzdem finde ich noch sehr in Richtung männliche Düfte sich so ein bisschen hin rüberlehnen. Ne? Also es ist jetzt kein super süßer, fruchtiger Moschusduft dabei. Also plump gesagt kein Delina, denke ich mal. Sondern es ist wirklich fruchtig. Und auch hier merkst du so ein bisschen im Hintergrund vielleicht Vetiver oder so grünholzige Noten oder sowas Ledriges. Also es geht schon auch in eine maskuline Richtung. Ja. Aber der zweite war auf jeden Fall richtig, richtig heftig. Richtiges Lederbrett. Also für die Leute, die es stark mögen, war der zweite sehr gut. Der hier jetzt typisch französisch, einfach wieder ein bisschen feiner und mit so einer richtig schönen, fruchtigen Note noch mit da drin. Im Türchen Nummer 4 erwartet uns dann hier der Commodity Book Expressive. Okay, das ist jetzt wirklich spannend, weil von Commodity habe ich schon einiges gehört. Und die hatten, glaube ich, auch schon mal angefragt für ein
Sponsoring oder irgendwie, dass sie mir was schicken wollten. Habe ich aber noch nie gerochen und war nicht bei mir auf dem Schirm. Ich weiß nur, war das irgendwie dieses Headspace-Ding, dass man so verschiedene, ich weiß nicht, das war irgendwie, glaube ich, so eine andere Art von Herangehensweise bei den Düften. Und das ist jetzt aber wirklich mal was ganz, ganz Feines. Was ist das denn? Das könnte fast schon so ein bisschen molekülartiger Duft sein. Aha, ich habe gesehen, Fugazi kommt gleich auch noch. Das ist ja auf jeden Fall schon mal spannend. Eine Duftreise durch die Regale alter Bibliotheken. Also der hat so ein bisschen was Moleküliges auf jeden Fall. Also kennt ihr vielleicht dieses Thema, wenn was frisch gedruckt ist? Wenn man irgendwie, wir hatten früher mal, haben wir mal so Partys organisiert im Studium, da haben wir so Flyer-Lieferungen bekommen. Das roch immer so ganz intensiv nach dieser Tinte und dem Papier. Das ist so der Vibe, der hier rüberkommt. Sehr spannend, kann ich mir auf der Haut auf jeden Fall gar nicht vorstellen, wie das riecht. Bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Und ich werde das natürlich dann, Freunde, ihr wisst es, auf jeden Fall auch den Dezember übertragen. Naja, wir schauen rein in das Türchen Nummer 5, ein Tag vor Nikolaus. Und da haben wir drin den Frappin L'Humaniste Extrême. Ah ja, ich bin ja einer der wenigen Influencer, die nicht nach Cognac eingeladen worden sind von Frappin, was ich auf jeden Fall sehr cool gefunden hätte. Aber ich habe natürlich in diesem Zusammenhang sehr viel lernen dürfen von meinen Influencer-Kollegen über dieses gesamte Prozedere mit Frappin. Soweit ich weiß, ist das ja eigentlich ein Cognac-Hersteller aus Frankreich und die haben eben auch eine ganz, ganz selektive Auswahl an Düften. Finde ich persönlich sehr cool. Und der hier ist so ein bisschen Mix aus einem alkoholischen Duft, aber auch einem frischen Duft. Der hat so frische Nuancen. Also das wäre wirklich so in Richtung, wenn man jetzt abends gern rausgeht, aber du bist eher so an der Bar unterwegs. Ja, also gehst eher lieber mal in eine gute Bar, als dass du in einen Club gehst. Das ist kein Duft, der so ultra schreit oder so, aber der trotzdem so dieses Flair vermittelt von einem gepflegten Abend da draußen. Hat irgendwie so was Apfliges vielleicht auch. So ein apfliger, Leder, alkoholischer Duft, whatever. Finde ich sehr, sehr schön. Man merkt so, klar, der Anfang war irgendwie ein guter, frischer Einstieg. Ja, aber jetzt langsam geht es schon so in Richtung von dem, was man auch so im Winter vielleicht tragen würde. Und das ist natürlich beim Adventskalender sehr, sehr wichtig, dass sich das auch der Jahreszeit so ein bisschen anpasst. Damit schauen wir jetzt in Türchen Nummer 6 rein, was ich hier noch mal rausnehmen werde für euch. Und da haben wir drin einen Duft von Ramon Monegal. Genau. Das habe ich ja eben schon gesagt, dass ich letztens mit dem ein kleines Interview auch drehen durfte. Beziehungsweise der hat uns in Cannes, das war sehr, sehr witzig, wir waren auf der Messe in Cannes und der hat uns einfach allen auf Spanisch erzählt, wie die Düfte, die er gemacht hat, entstanden sind. Ja, und das war sehr witzig, weil der so ein kleines Notizbuch hatte, wo jeder Inhaltsstoff, weil er eben der Parfümeur ist, aufgelistet war. Das heißt, der saß da wirklich, hatte so seine Brille und dann hat er da so drin rumgeblättert und dann einfach nachgeguckt, was er da an Inhaltsstoffen drin hat und konnte dir das im Detail erzählen. Fand ich persönlich mega inspirierend, sehr cooler Typ und die Marke hat wirklich auch sehr viele vielfältige Düfte. Und den haben wir tatsächlich dort schon gerochen, das ist nämlich der All Night Long von ihm aus dieser Ibiza-Kollektion. Und spannenderweise habe ich gerade eben einen Short gedreht über den, ist jetzt wirklich nicht geskriptet, über den anderen Ibiza-Duft, nämlich über Love Reaction. Also so sieht das Ganze dann als Flakon aus und das ist jetzt aber der All Night Long. Und der geht natürlich volle Kanne in Richtung von diesem Party-Ibiza. Du hast hier so einen Cocktail-Akkord, finde ich, drin, also wirklich so dieses Cocktail-mäßige, dann aber auch so Blüten. Also stell dir vor, du bist irgendwie auf so einer Sommerparty und da stehen so Blumen rum, irgendwas super extravagantes, verrücktes, gepaart mit so einem Cocktail-Akkord. Finde ich sehr, sehr spannend. Bis jetzt die Düfte auf jeden Fall mega artistisch und künstlerisch. Also es ist auf jeden Fall, Leute, wenn ihr im Nischenbereich unterwegs seid, wirklich ein Fest, muss man sagen. Also ich hatte jetzt erwartet, dass man vielleicht viel so Parfum de Mali oder sowas daran findet, was die Leute alle schon kennen, aber das ist wirklich Nische hier, was hier drin ist. Wir machen auf jeden Fall geschwind weiter hier mit dem Türchen Nummer 7 und da geht's mit dem Thema tatsächlich geht's genau weiter und da haben wir hier den Singular Oud von Urban Sense. Und das ist jetzt wirklich Hardcore-Nische fast schon, ja. Also wer sich mit der Marie von Urban Sense so ein bisschen auskennt, die ja die Parfümeurin von diesen Düften ist. Eine Deutsche, die, glaube ich, eine Zeit lang in Berlin gelebt hat oder einen großen Teil der Zeit, aber nun, glaube ich, in Spanien lebt, kann das sein? Und die hat eine sehr künstlerische Herangehensweise an Düfte. Also die sind alle sehr extravagant und crazy teilweise auch. Sehr, sehr, sehr toller Oud-Duft. Warum? Weil der keinerlei Animalik hat. Also müsst ihr euch gar keine
keine Gedanken machen, sondern nur diese hellen Facetten von dem Oud in Szene setzt. Also dieses Würzige von dem Holz und dieses Harzige. Und der ist wirklich sehr anders als jetzt so vom ersten Riechen, zumindest als viele andere Oud-Düfte, die ja so brachial und dunkel sind. Und der erinnert mich noch am ehesten, ich glaube, da ist irgendwie auch Kreuzkümmel oder sowas mit drin, erinnert mich, glaube ich, am ehesten an, vielleicht an so einen Spirit of Dubai Bass auch, so dieses Opening von dem, dieses sehr würzige, das kommt hier auf jeden Fall auch durch, aber ohne diese animalische Note. Sonst einfach ein sehr schöner, sauberer Oud-Duft. Den finde ich wirklich cool. Damit kommen wir zu Türchen Nummer 8 und da haben wir drin den Fugazi Gut. Den kenne ich schon, deshalb werde ich den nicht sprühen. Der ist tatsächlich ein Beast-Mode-Duft, also sehr, sehr, sehr stark und geht so ein bisschen in Richtung von einem Ombre Nomad. Allerdings mit einem süßlicheren, karamelligeren Duftverlauf und wirklich auch einer tollen, tollen Haltbarkeit. Also für das Geld, man zahlt glaube ich 250 Euro oder 200 plus minus Euro für den Flakon. Und ja, ist so vergleichbar mit Oud Maracuja, Ombre Nomad, so die Richtung. Deshalb direkt zu Türchen Nummer 9, weil das, was ich schon kenne, werde ich hier natürlich nicht sprühen. Und da haben wir den Uni Nomad Ombre Kanjar. Ein sehr schöner Amberduft, sehr smooth, sehr elegant, kenne ich jetzt auch schon. Und ich kann euch sagen, das ist wahrscheinlich so einer der geilsten Winterdüfte, die man sich überhaupt holen kann, wenn man auf ambrierte Düfte steht. Also auf dieses Vanillige mit harzigen Noten, so dieses Thema. Und Ombre Kanjar ist schön, weil er, glaube ich zumindest mich zu erinnern, so eine Gourmand-Note noch mit drin hat, die den Duft wirklich sehr, sehr tragbar macht, weil Amberdüfte sehr schnell zu so einem richtig trockenen und dreckigen Ding werden können. Und das ist hier auf jeden Fall nicht der Fall. Also hier schon mal zwei Düfte jetzt nach ungefähr einem Viertel des Adventskalenders, die ich jetzt schon mal gerochen habe, wo ich aber auch immer noch sage, das ist schon wirklich auch sehr, sehr nischig. Ja. Dann haben wir als nächstes hier den Joyeux, ach Gott, der Name, Joyeux Unique Sensuel, also J-U-S, Icy Fizz. Den habe ich euch schon vorgestellt, weil das nämlich ein sehr, sehr geiler, eisiger Duft ist. Also der erweckt so dieses Gefühl von Kälte auf der Haut und hat aber trotzdem auf der anderen Seite so Gentleman Barbershop Noten. Fand ich sehr cool, habe ich euch schon vorgestellt, bekommt von mir auf jeden Fall ein Seal of Approval. Und das wäre so die Richtung von Gentleman-Duft. Also wenn man jetzt in Richtung von so einem Barbershop zum Beispiel geht, also sie ist klassisch maskuline, aber auf modern getrimmt, ist das der Icy Fizz in Türchen Nummer 10. Dann in Türchen Nummer 11 erwartet uns tatsächlich hier der erste Perroir-Duft, Gold Fawn. Und das ist eine Marke, ich weiß gar nicht, ob ich euch die schon, doch, ich glaube, ich habe euch die schon vorgestellt. Aber ich zeige euch trotzdem mal den Flakon, das sind nämlich diese Düfte hier. Und das Geile daran ist, man wird gar nicht glauben, wie günstig die sind. Ja? Also 50 Milliliter bekommt man hier für 80 Euro, 100 Milliliter für 120 Euro. Das ist wirklich die Untergrenze eigentlich von dem, was Nische kann. Und das Schöne hier dran ist, der ist wirklich ein wunderbarer, holzig-vanilliger Duft. Und die Qualität ist wirklich enorm, muss man sagen. Denn das ist tatsächlich derselbe Hersteller wie bei Les Eaux Primordiales. Also die Düfte, die bei 250 Euro die 100 Milliliter liegen und die mit Ombre Superfluid und sowas oder 250 Euro die 100 Milliliter aufwärts. Denn es gibt ja auch diesen Ombre Supermassiv, den es für 250 die 50 Milliliter gibt. Also das ist wirklich schon qualitativ enorm, was hier drin ist. Und ich weiß nicht, warum die sich entschieden haben, die Düfte so günstig zu machen. Ich finde, es ist auf jeden Fall eine sehr geile Entscheidung, weil die qualitativ top sind, haben eine gute Haltbarkeit und vor allen Dingen auch von der Duft-DNA her riechen die alle total nischig. Also da ist zum Beispiel ein so ein Duft dabei, der riecht fast 1:1 wie ein Delina, dieser rosane, wo man sagen muss, das ist einfach, also das ist einfach krass, was da an Qualität drin steckt. Ja. Ist natürlich ein bisschen schwierig, dass das so existiert, aber ich meine, für die Konsumenten ist es am Ende gut und deshalb hier auf jeden Fall ein richtig geiler Honigduft an dieser Stelle. Dann als nächstes Türchen Nummer 12. Wir waren, glaube ich, gerade bei Nummer 11. Jetzt möchte ich Nummer 12 suchen. Genau, hier haben wir es. Das ist dann der Queer Kurkuma von Affinescence. Okay, eine Marke, die ich noch nicht kenne. Scheinbar irgendwas mit Kurkuma. Und ehrlich gesagt sieht die Flüssigkeit hier in dem Flakon auch ein bisschen so aus. Also das ist ein bisschen in dieser Richtung. Und da bin ich mal sehr gespannt, was das hier kann, weil Kurkuma kennt man natürlich. Ich rieche vor allen Dingen erstmal Iris raus. Also ich rieche kein Kurkuma, sondern sehr, sehr, sehr viel Iris. Ein sündhaft teurer Inhaltsstoff, muss man sagen. Aber es ist tatsächlich kein Iris gelistet. Also wir haben hier Leder, wir haben tatsächlich Kurkuma, milchige Noten, Myrrhe, Sandelholz, Patchouli.
Ich könnte euch aber schwören, das ist so die Duftwelt. Also ledrig, holzig, ne, so die Richtung. Ich könnte euch aber schwören, dass hier Iris mit drin ist, ja. Aber der riecht auf jeden Fall sehr, sehr teuer und hochwertig. Ich glaube, man erkennt die Qualität von diesem Parfum oder von dieser Art Parfum erst, wenn man wirklich schon viel gerochen hat. Und dementsprechend ein starkes Statement, das so in einen Adventskalender reinzupacken, finde ich wirklich, wirklich cool. Wir machen aber weiter direkt mit Türchen Nummer 13. Das heißt, wir sind schon mit der Hälfte jetzt fast durch. Und das ist der Memoirs London Dominius. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Da haben wir auf jeden Fall einen Duft, der, mal gucken, das ist, glaube ich, in Richtung Tuberose, wenn mich nicht alles täuscht. Also bin ja halt ein riesiger Fan von Tuberose, von daher stört mich das gar nicht. Der hat einfach diese wunderschönen hellen Blüten und dieses Cremige, was den Duft ausmacht. Noch ein bisschen was Frisches mit drin und sowas super Fruchtiges, was den wieder gerade so als Mann tragbar macht, finde ich. Auch wieder echt nischig, hatte ich jetzt bis jetzt noch nicht auf dem Schirm. In Türchen Nummer 14 erwartet uns dann tatsächlich der Punks in Paradise von Philly and Phil. Sehr, sehr cool. Eine Marke, die ich selber in meinem Shop habe. Das brauche ich gar nicht zu sprühen. Denn das ist ein richtig geiler männlicher Duft. Also jetzt wirklich mal sehr, sehr maskulin, weil der mit Hanf arbeitet. Also es ist ein Hanfduft. Also stellt euch vor, so in Richtung von einem Black Afghano vielleicht oder einfach so diese grüne Note von der Knospe, sage ich immer. Ja? Also dieses grüne Hanfthema gepaart mit frischen Noten. Und das ist ein richtig geiler Büroduft, weil der diesen Hanf nutzt. Aber du würdest nicht denken, dass Hanf drin ist. Ich würde sagen, es gibt zwei von dem Haus, die richtig gut sind für Männer. Also wenn man richtig männliche Düfte haben will. Das eine ist Romeo on the Rocks. Der ist aber sehr leicht und frisch. Also es ist einfach der perfekte Duft für den Sommer. Und auf der anderen Seite hast du den Punks in Paradise. Der ist hat ein bisschen mehr Haltbarkeit, ist ein bisschen langanhaltender, ein bisschen intensiver. Und der ist eben auch super fürs Büro zum Beispiel, wenn man da einen richtig kreativen Büroduft sucht. Türchen Nummer 15 als nächstes. Das ist dann an dieser Stelle der Mr. Waldron Exotic. Scheinbar eine spanische Marke, habe ich so in dieser Form tatsächlich noch nie von gehört alleine. Also, und das ist jetzt wieder so die Richtung, ich glaube, Ingwer Frische ist das Ganze. Wir gucken wieder in das Magazin rein. Ach, guck mal, wir haben ja auch noch so ein Parfum-Quiz, wo ihr herausfinden könnt, welcher Dufttyp ihr seid. Kann man so ein bisschen, wenn man jetzt vielleicht sich noch nicht so auskennt, da auf jeden Fall etwas über sich lernen. Okay, die Flakons sehen zum Beispiel sehr, sehr geil aus. Also Mr. Waldron hier an dieser Stelle. Wir haben, glaube ich, Kokosnuss, wir haben Apfel und Mandarine. Das ist für die Leute, die auf Malibu von Simone Andreoli scharf sind, die so auf diese kokosfruchtigen Noten stehen. Allerdings mehr mit einem fruchtigen Akkord auch. Also weniger Zitrus, weniger Mojito, sondern wirklich sehr fruity. Damit kommen wir zu Türchen Nummer 16, liebe Leute. Und ich bin schon mega gespannt, was uns hier erwartet. Wir sind fast durch, also bleibt auf jeden Fall noch bis zum Ende dran. Denn wir haben hier A.N. Other FR 2018 Made in the USA. Also dieses Mal eine internationale Marke oder eine Marke von Übersee. Und ich bin mega gespannt, weil ich noch niemals etwas von A.N. Other gehört habe. Und das macht es natürlich umso spannender. Ihr seht, wir haben hier jeden Tag wirklich eine Überraschung drin mit Düften, die einfach nicht jeder kennt. Und das ist, denke ich mal, einfach der perfekte seifige Duft. Also mega, mega geil. Hat eine wunderschöne Zitrik am Anfang. Geht so ein bisschen in Richtung von einem Reflection Man vielleicht, von Amouage. Aber deutlich frischer, ohne diese Würze und einfach, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Cologne für den Alltag. Ich habe ja eben schon ein, zwei von diesen frischen Düften gehabt und die waren alle, finde ich, ziemlich französisch. Also irgendwie fast schon so ein bisschen traditionell parfümmäßig gemacht. Ist das hier tatsächlich mal was super, super Modernes. Einfach ein sehr, sehr schöner, cleaner, seifiger, sauberer, frischer Duft für zum Beispiel auch den Sommer, denke ich mal, sehr, sehr nice. Kann man sich fast schon merken für den nächsten Sommer, weil ich erinnere mich, dass der Tiziana Terenzi Foconero auch so ein bisschen in die Richtung ging. Und das Parfum liegt ja bei 300-400 €. Also schon sehr, sehr krass hier an dieser Stelle. Damit soll es aber nicht aufhören, denn wir machen weiter mit Türchen Nummer 17. Es wird immer spannender hier. Wir haben hier Ulrich Lang New York Suncrest. Ganz liebe Grüße an dieser Stelle an Ulrich Lang, den ich auf der Essence dieses Jahr kennenlernen durfte. Ist ein sehr, sehr cooler Typ, also offensichtlich ein Deutscher, der in New York wohnt und da tätig ist. Und der ist wirklich ein Urgestein von der Parfumindustrie oder der Parfumszene. Hat eine sehr eindeutige Handschrift. Also wenn ihr auf klare, transparente, verständliche und
minimalistische Düfte steht fast schon, die dafür einfach super verständlich sind, aber sehr gut gemacht. Für euch ist diese Marke auf jeden Fall spannend. Und ich würde sagen, das ist auf jeden Fall etwas, was total unterm Radar schwebt. Und was ich hier in meiner Hand halte, ist, finde ich, Pfirsich. Also ich kriege auf jeden Fall Pfirsich raus. Der Duft erinnert mich volle Kanne, jetzt so vom Blindriechen her, an so diese Smint heißen die. Das waren diese dreieckigen Dinger und davon gab es orangene und die waren, glaube ich, mit Pfirsich. Vielleicht ist da auch gar kein Pfirsich drin, müsste ich jetzt nachschauen, aber ich rieche da auf jeden Fall sehr deutlich Pfirsich raus. Und für mich persönlich ist das einfach die Erinnerung an diese Breath Mints, ja. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde es sehr, sehr geil. Diese fruchtigen, hellen, spritzigen Düfte sind volle Kanne im Trend. Das heißt, hiermit macht man auf jeden Fall nichts falsch. Und ja, qualitativ auf jeden Fall sehr, sehr top. Und an dieser Stelle ein weiterer super spannender Duft. Türchen Nummer 18, wenn ich das direkt mal hier rausnehmen kann, kommt dann von Fugazi. Das ist der Klassiker von der Marke, der Sugar Daddy. Mein persönlicher Favorit, wenn ich ehrlich bin, denn natürlich ist der gut, also der Duft, den wir eben hatten, auch sehr schön. Aber Sugar Daddy ist einfach ein ganz, ganz, ganz besonderes, überdosiertes Extrait de Parfum mit vielen fruchtigen und süßlichen Duftnoten. Wenn ich das vergleiche mit einem Bianco Latte hier zum Beispiel, ja, der wirklich auch sehr süß ist, oder anderen karamelligen Düften, dann ist es schon eher ein unsüßer Duft, finde ich, weil der so eine Rundheit hat. Und diese fruchtigen Noten das Ganze ein bisschen verstecken, wie süß dieser Duft eigentlich ist. Also ich würde nicht sagen, dass Sugar Daddy jetzt wirklich so für diesen extrem süßen Duft steht, aber es ist einfach ein ganz, ganz, ganz fantastischer Duft mit dunklen Beeren fast schon so ein bisschen. Also hat etwas von so einem Big Red Kaugummi auch wieder, dieses super dunkle, beerige Thema und ist einfach extrem hoch konzentriert. Ich habe mir den einmal auf den Arm aufgesprüht, der ganze Arm hat geglänzt. Wirklich sehr, sehr toll und das hier natürlich einer der Stars hier an dieser Stelle in dem Adventskalender. Damit gehen wir auf die letzten 5 Tage zu und da haben wir hier erstmal natürlich das Türchen Nummer 19 an dieser Stelle. Und das ist dann der erste Duft von der Marke Ojar und es ist mein persönlicher Lieblingsduft von der Marke Ojar. Ihr erinnert euch, die Marke war letztes Jahr noch in meinem Online-Shop erhältlich, beziehungsweise einen guten Teil dieses Jahr auch noch. Ich fand die Marke schon immer top und dann habe ich aber letztes Jahr auf der großen Parfummesse diesen Duft hier, Encens Cuivré, kennengelernt. Das war nämlich damals das neue Release für 2024 und das hier ist ein richtig, richtig krasser Vanilleduft mit Harzen. Und zwar nicht nur mit irgendwelchen Harzen, sondern mit 3 verschiedenen Harzen. Es ist Weihrauch drin, es ist Myrrhe drin und noch irgendwas Drittes, was ich jetzt aber mich nicht erinnern kann. Und vor allen Dingen ist es aber ein sehr, sehr, sehr schöner, natürlicher Vanilleduft. Und dazu müsst ihr wissen, in der Parfümerie gibt es 2 verschiedene Arten von Vanille. Das, was meistens angewendet wird, ist Vanillin. Das kennt ihr übrigens auch vom Backen. Das ist ein relativ eindimensionaler, günstiger Stoff, der natürlich in vielen Düften angewendet wird, um diese typische Vanillesüße auch zu erzeugen. Und dieses Aroma, was ihr eben vom Backen kennt. Und dann gibt es auf der anderen Seite natürliche Bourbon-Vanille, die zum Beispiel auch hier drin ist, die ein Vielfaches teurer ist und tatsächlich einer der teuersten Inhaltsstoffe der Welt, wenn man Parfum macht. Und das ist hier drin und diese Vanille riecht eher wie eine Bodylotion, dunkel, holzig, und einfach sehr komplex und mysteriös und hat vor allen Dingen kaum eine Süße mit dabei. Und das Schöne ist, dass hier bei diesem Parfum diese natürliche Vanille, also ihr stellt euch einfach vor, eine Sonnencreme mit dunklen Hölzern, das Ganze wird kombiniert mit diesem Weihrauch und der Myrrhe. Und das ist einfach total Hammer, wie die das gemacht haben. Also wirklich easy, einer meiner Lieblings-Vanilledüfte, Encens Cuivré. Und deshalb zu Türchen Nummer 19, pünktlich fürs Weihnachtsfest, wirklich eine sehr, sehr tolle Geschichte. Und ich freue mich ehrlich gesagt auch schon, denn ich werde in einem Monat, wenn es losgeht, auf jeden Fall alles wieder vergessen haben, was in dem Kalender drin war. Und dementsprechend wird das wahrscheinlich eine sehr, sehr schöne Überraschung, dann kurz vor Weihnachten so einen Knaller auszupacken. Damit machen wir weiter mit Türchen Nummer 20. Und das ist als nächstes dann Perfume Sucks Flash 0021. Das ist eine Marke, über die ich bis jetzt noch gar nicht so gesprochen habe, obwohl ich die schon öfter gefunden habe. Perfume Sucks ist ein Parfumprojekt von Andreas Wilhelm, ein freischaffender Parfümeur aus der Schweiz, der unter anderem, glaube ich, auch einige Serjoff-Düfte gemacht hat. Zumindest ist es das, was immer behauptet wird. Und er hat eben mit diesem Projekt die Idee,
einfach die Parfumformel vorne auf den Flakon drauf zu packen. Also der ist 100% transparent mit dem, was in dem Parfum drin ist. Und das ist eben so die Idee von Perfume Sucks. Also weil dieses ganze Marketing und drumherum, und wir lügen uns hier in die Tasche, was Inhaltsstoffe angeht von einigen Marken, das ist etwas, was ihm zuwider ist. Und dementsprechend hat er eben hier ja die Inhaltsstoffe draufgepackt. Und ich meine, dass dieser Flash 0021 so diesem Drogenkonsum gewidmet ist. Also dieser Flash, den man halt bekommt, wenn man eine Droge konsumiert. Deshalb haben wir hier vor allen Dingen Marihuana drin. Also es ist eine Marihuana-Duftnote, ein Hanf-Duftakkord, der hier mit drin ist. Und ihr wisst ja, das alles riecht so leicht süßlich, grünlich, dunkelholzig. Und das ist hier eben mit drin. Finde ich, riecht man sehr deutlich raus. Es ist aber kein Duft, der so riecht wie ein Black Hashish von Atoll Fatto, der ja wirklich extrem nach einem verbrannten Stück Gras einfach riecht. Hier ist es eher so dieses grüne Weiche, was die Knospe vielleicht auch hat, und wirklich einfach ein sehr, sehr toller Duft. Man muss sagen, Hanf in Parfum ist immer noch sehr, sehr speziell, sehr einzigartig und unfassbar gut da draußen tragbar. Und deshalb auch hier, finde ich, ein sehr schöner Duft und eine tolle, tolle Geschichte so für den 20.12. 21. machen wir auch direkt auf. Das ist dann als nächstes von O-Top der Air Oud. Und das ist sehr krass, weil das Parfum, glaube ich, gerade erst mal ein paar Wochen auf dem Markt ist. Also hier wirklich super, super frische Ware und wirklich ein sehr spannendes Parfum, was ich auch schon mal kurz bei der Parfümerie Becker riechen konnte. Ganz liebe Grüße übrigens auch an die Jasmin, die dort die Schulung gegeben hat. Ich durfte zufällig vor Ort sein und deshalb kenne ich diesen Duft schon. Und das ist ein sehr ungewöhnlicher Oud-Duft. Wir hatten vorher schon von Marie, also von Urban Sense, diesen Oud-Duft, und der hier ist aber noch mal gefälliger. Also es geht noch mal in eine gefälligere, tragbarere Richtung, denn wir haben hier natürliches Oud mit drin, keine Frage. Aber es ist so ein bisschen aufgebrochen und die verschiedenen Ebenen, die Oud hat, werden hier einfach, finde ich, wie durch so einen Prisma in die verschiedenen Regenbogenfarben quasi aufgesplittet. Das heißt, du hast auf der einen Seite dieses Balsamische von dem Oud, also dieses dunkelholzige, harzige. Auf der anderen Seite hast du aber in der Kopfnote diese rauchigen Noten von dem Oud. Also fast schon so ein bisschen, ich will nicht sagen Räucherspeckaroma, aber so dieses Aroma von frisch getrocknetem Rauch. Ja? Also wenn man jetzt zum Beispiel an einem Lagerfeuer gesessen hat, man geht danach nach Hause, dann hat man manchmal noch so den Rauch in den Klamotten hängen. Und dieses leicht süßliche, das bekomme ich hier am Anfang ganz, ganz leicht. Und aber auf der anderen Seite diese harzigen Noten dann in der Basis. Und man merkt, dass das nicht so dicht, nicht so komplex ist wie normaler Oud-Duft, sage ich jetzt mal. Dementsprechend finde ich, passt der Name Air Oud sehr, sehr gut dahin. Und das ist wirklich ein sehr spannendes Parfum, wenn man nicht ein Oud-Fan ist. Also wenn ihr sagt, so dieses dichte orientalische immer auf die Nase, das ist nicht so eures, dann auf jeden Fall hier eine sehr, sehr tolle Alternative und ein schöner Duft. Ich kann es kaum erwarten, den auf der Haut zu tragen. Das wird bestimmt sehr, sehr cool. Vorvorletztes Türchen, die Nummer 22, da haben wir drin einen ganz besonderen Duft, und zwar ist das der Voyage Imaginaire Tea and Rock'n'Roll. Eine französische Marke, Eau de Parfum, und tatsächlich ein Teeduft, ja. Und das ist wahrscheinlich, und ich sehe schon kommen, dass das den Leuten wirklich gefallen wird, denn dieser Duft hier ist wirklich ein reiner Teeduft. Stellt euch einfach vor, ihr habt einen Wulong Cha von Nishane oder einen Imagination von Louis Vuitton. Ihr nehmt diese Teenote daraus, also diesen grünen Tee, schwarzen Tee, whatever, und ihr packt das Ganze komplett isoliert in ein Parfum rein, sodass ihr diese holzigen Noten bekommt von dem Tee, dass ihr dieses leicht grünliche von dem Tee bekommt und dass das Ganze ein bisschen so riecht, als würdet ihr eine Teedose aufmachen und daran riechen. Und ich meine nicht einen Earl Grey, der hier noch mit Bergamot angereichert ist, sondern tatsächlich diesen dunklen Ceylon oder Chai-Tee, so diese Richtung. Ja, also wirklich diesen reinen Tee-Akkord. Es ist im Gegensatz zu vielen anderen Düften, die mit Tee arbeiten, kein Gewürz mit drin. Es ist nicht süßlich gemacht. Es ist einfach nur dieser dunkle Tee-Akkord, der mich ein bisschen tatsächlich erinnert an diesen Tee Noir von Le Labo.
der ein unfassbar guter Duft übrigens ist, wenn man scharf auf Komplimente ist. Oder wenn man einfach einen sehr eleganten, super sleeken Duft tragen will. Das kriege ich hier raus. Ich finde den sehr schön gemacht. Er hat diese französische Machart auch wieder. Also dieses leicht transparente, künstlerische, artistische. Wirklich sehr, sehr schön und habe ich in dieser Form noch nicht gerochen. Und deshalb dieser Duft hier in Türchen Nummer 22. Damit kommen wir zum vorletzten Türchen. Und da haben wir von Obvious den Scoville mit drin. Ein Duft, über den ich schon ein bisschen was gehört habe, weil der wohl mit Chili arbeitet. Und dieser Duft hier riecht original so, als würdest du eine Chili auf dem Brett schneiden. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich persönlich bin riesiger Liebhaber von scharfem Essen. Das heißt, ich packe mir eigentlich in alles Hot Sauce oder Chilis rein. Und immer mal wieder gibt es im Supermarkt so Habaneros zu kaufen. Die nehme ich mir dann mit nach Hause, friere einen Teil ein und einen Teil bereite ich frisch zu, um mir davon zum Beispiel ein leckeres Chili con Carne zu machen. Und wenn man die dann schneidet, dann bekommt man schon den Geruch von dieser Chili in die Nase. Manchmal hängt das dann noch im Brett drin, was für darauffolgende Schnittprozesse nicht ganz so schön ist, weil man dann natürlich wieder die komplette Schärfe da mitbekommt manchmal. Aber dieser Akkord von dieser frisch geschnittenen Chili ist eins zu eins das, wie dieses Parfum riecht. Und das finde ich unfassbar spannend und es ist irgendwie wirklich gut getroffen. Ja, spannender Duft in Türchen Nummer 23. So, und jetzt will ich aber auch wissen, was ist hier bei Türchen Nummer 24 drin? Wir nehmen uns das direkt mal und ich sehe hier das brandneue Pernod Ricard Release Ottimo. Ist ein Extrait de Parfum. Ich glaube, das Sample auf der Website liegt irgendwo bei 15 bis 20 Euro. Das heißt, hier habt ihr schon mal wirklich einen guten Gegenwert, finde ich. Und der Duft hat etwas von frisch gebackenem Gebäck. Also das ist wirklich einfach. Stellt euch vor, so ein schöner Vanilleteig und ein frisch gebackener Keks, der aus dem Ofen kommt. Wirklich passend zum Thema Heiligabend. Der perfekte Duft, den man an so einem Tag tragen kann, denn wonach sollte man sonst riechen als nach einem frisch gebackenen Keks an Weihnachten. Das war jetzt also meine Vorschau für den Parfumerie Adventskalender. Ich werde das jetzt mal wieder hier einpacken, weil ich das Ding natürlich dann pünktlich zum 30.11. auspacken werde, um dann natürlich am 1.12. direkt meinen ersten Duft zu genießen. Und ich kann euch nur ganz ehrlich sagen, das ist wirklich ein geiler Gegenwert fürs Geld, insbesondere wenn ihr meinen Rabattcode anwendet, vielleicht sogar für den ersten Monat von dem Abonnement. Also die beiden Codes werde ich euch nochmal in die Beschreibung reinpacken. Schaut da also bitte auf jeden Fall rein. Wenn man sich das einfach mal ausrechnet, ihr bestellt die Samples selber und ihr habt den ganzen Aufwand, da ist das schon wirklich sehr cool, so eine breite Vielfalt an Marken einfach über den Advent hin testen zu können. Also wirklich das perfekte Geschenk für Parfumliebhaber. Schaut gerne auf die Seite. Ich bedanke mich nochmal an dieser Stelle für das Zusenden von dem Adventskalender von Parfumerie. Hat mich wirklich sehr gefreut. Und deshalb, Leute, spart jetzt auf diesen Adventskalender. Bestellt ihn euch, bestellt ihn eurer Freundin, eurem Freund und dann werdet ihr denen auf jeden Fall eine riesige Freude machen. Das war's mit diesem Video. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Wenn ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, euer Kai.